Ich hatte gerade die Gelegenheit, Eden Tomorrow anzugucken. Jawohl. Und es ist von Soulpix aus... Hannover, hallo. So. Hi. Wer bist du denn? Ich bin Frank Sennholz. Ich bin der Inhaber von Soulpix und gleichzeitig auch der Game Director von Eden Tomorrow. Das heißt, ich bin für die Story, für die Umsetzung, für einiges verantwortlich. Sehr schön. Ich hatte gerade die Gelegenheit, das zu spielen. Vorneweg, ich bin sehr beeindruckt. Also macht einen sehr guten Eindruck. Und jetzt möchte ich aber ein bisschen Background noch haben. Ich weiß zufällig, weil wir aus der ähnlichen Branche kommen, ihr seid ein Visual FX Studio. Ganz genau. Soulpix hat 2003 angefangen, Special Effects zu machen für Kinofilme, für Fernsehdokumentationen, eigentlich für alles, wo man CG, also Computer Generated Images, für braucht. Und haben das auch gern gemacht und sind halt 2014 dazu gekommen, ein Spiel zu machen. Ja, wieso macht man plötzlich ein Spiel? Das ist ja schon ein anderes Genre. Es ist ein völlig anderes Genre. Wir sind bei Soulpix alle begeisterte Spieler, ob Konsole, ob PC, völlig egal. Und ich selber hatte 2014 mir eine DK1 bestellt, also eine Oculus Rift Entwicklerversion. Okay. Und ich war so dermaßen geflasht. Ich war so, man kann es nicht anders sagen. Es ist wie ich habe noch nie Drogen genommen, aber so stelle ich mir einen Trip vor. Du setzt es auf und du bist weg. Und das hat mich so beeindruckt, dass ich gesagt habe, okay, kein Plan, wie das geht. Nur wenn man gerne spielt, heißt es ja nicht, dass man Spiele machen kann. Aber wir machen ein Spiel für diese Technik, weil das wird die Leute umhauen. Großartig, ja. Also mir ging es tatsächlich genauso. Na? Zum ersten Mal eine Vive in meinem Leben aufgehabt und mir war klar, ich muss das jetzt benutzen. Ja. Es geht nicht mehr ohne. Ja. Ihr habt angefangen, DK1. Genau. Wie kam es denn dazu, dass ihr gesagt habt, okay, wir machen es jetzt für die PlayStation? Ist das überhaupt Multiplattform? Oder wie nein, es ist kein Multiplattform. Eden Tomorrow ist exklusiv für die PlayStation VR. Das kam eigentlich so, dass wir zwar diese DK1 hatten, haben damit ein bisschen experimentiert. Wir haben dann mit Unity für die DK1 relativ schnell eine Demo zusammengebaut. Das war auch okay soweit. Wir sind dann aber halt schnell drauf gekommen, dass es einmal visuell nicht so cool ist, wie wir uns das vorstellen. Deswegen sind wir dann zu Unreal geswitcht. Mit Unreal sah es dann sehr schnell so aus, wie ich mir das vorgestellt habe. Einfach vom Licht sehr hochwertig, geile Shader. Heutzutage sind die eigentlich relativ ähnlich. Vor 3 Jahren fand ich, war es anders. Und wir haben dann diese erweiterte Demo, die wir gemacht haben, auf der Gamescom präsentiert. Das war 2015. Und die kamen mega an. Also da kamen dann Leute bei uns an den Stand und sagten, boah, das ist das beste aussehendste Spiel. Hier sag ich, also auf der DK1? Immer noch auf der DK1. Und das kam halt gut an. Und wir haben dann waren so mitgerissen, weil halt, wenn dir 1000 Leute sagen, das ist so geil, irgendwann glaubst du es dann auch. Und wir haben dann so in dieser Euphorie quasi diesen Prototypen genommen und in die Sharezone geladen. Es gab damals noch von der Oculus wie so eine Art Forum, wo man for free Demos hochladen konnte. Da gab es halt 1000, 2000 Stück. Vieles war super einfach. Da war dann nur so ein Raytrace-Ball auf einer Checkerpoint-Fläche, so richtiger 80er-Horror. Und es gab auch ein paar coole Sachen. Und da haben wir unsere Demo, unseren Prototypen von Eden, hieß damals nur Eden, nicht Eden Tomorrow, haben das hochgeladen. Und innerhalb von ein paar Tagen haben sich das ein paar tausend Leute runtergeladen, was jetzt erstmal nicht viel klingt. Aber dadurch, dass es ja nur eine Entwicklertechnik ist, sind ein paar tausend schon ganz schön viel. Und nach 2-3 Wochen hat es dann abends geklingelt, relativ spät, so, weiß ich nicht, 7-8. Hatte gerade mein erstes Bier aufgemacht und wollte eigentlich nach Hause fahren. Und da hat Sony angerufen. Wie das so ist, passiert ja öfter. Also eigentlich passiert sowas nie, aber es ist passiert. Bei mir noch nicht. Ja, das ist los, kommt Sony. Es kommt noch. Ich baue euch auch ein Spiel. Genau. Ja, und die haben sich gemeldet. Ich war natürlich mega aufgeregt. Ist ja großartig, ja. Ja, vor allem 2015 war ja, glaube ich, noch gar nicht offiziell bekannt, dass sie auch mit VR machen. Nee, ganz genau. Wusste ja keiner. Und wir wussten es auch nicht. Und dementsprechend waren wir dann auch, was wollen die denn eigentlich? Weil es wird ja ein VR-Spiel. Dann haben wir halt mit denen gesprochen. Und die haben dann gesagt, okay, ihr könnt ja die Demo, diese Prototyp-Version noch ein bisschen weiterentwickeln. Und dann können wir vielleicht was zusammen machen. Und das haben wir dann auch getan. Und dann haben wir was gemacht. Dann sind wir halt, haben wir irgendwann ein Go bekommen, was so mit einer der schönsten Tage in meinem Leben tatsächlich war. Und seitdem sitzen wir in diesem Spiel. Aber darf ich das fragen? Ja. Das heißt, ihr finanziert das aber selber und Sony Publishers? Oder wie ist eure Nee, das ist tatsächlich ist Soulpix. Also wir sind der Publisher selbst. Und es gibt quasi eine Art von Agreement mit Sony. Das heißt, in diesem ersten Prototyp ist einmal mein letztes privates Geld drin, was ich jemals hatte. Dann haben wir noch eine Förderung in Niedersachsen bekommen. Die Nordmedia hat uns quasi den ersten Prototypen und noch eine Produktionsförderung gegeben.
Und Sony selber hat... Danke Niedersachsen. Ja, danke Niedersachsen, danke Nordmedia. Ich weiß, das ist immer gut, wenn man das erwähnt. Nein, aber ist ja auch wirklich ernst gemeint. Nee, ist doch toll. Hätten wir ohne die auch nicht geschafft. Und natürlich gibt es auch eine Art von Deal mit Sony, auf die ich nicht näher eingehen kann. Aber ja, dafür ist es auch exklusiv. Es gibt es nur für die PlayStation VR. Wenn ihr das spielen wollt, braucht ihr eine PSVR. Fantastisch. Also, das war 2015, Deal Block. Ja. Keine 3 Jahre später jetzt, ja, ne? Ja, ja. Gibt es schon Release-Daten, richtiges? Es gibt kein Datum, was man in Stein meißeln kann, aber es gibt es. Quartal 1 2019, also sehr zeitnah, irgendwann zwischen Januar und März. Und was aber noch wichtiger ist, vor allem auch for free, ist, dass die Demo, die du jetzt auch gezockt hast, die Demo wird irgendwann im Dezember im Store erscheinen und dann kann man sich eine knappe halbe Stunde eigentlich schon einen genauen Überblick verschaffen. Ist es meine Art von Spiel? Komme ich damit gut klar? Gefällt mir das Ganze? Macht hoffentlich ein bisschen neugierig. Und wie gesagt, dadurch, dass es nichts kostet, einfach runterladen, reinschauen und dann halt viel Spaß damit. Ja, ich durfte bereits reinschauen und war sehr beeindruckt. Ich werde dich jetzt auch mal ein bisschen ausgerechnet. Ja, du hast schon gerne gesagt, das ist mit der Unreal Engine. Ja. Ne? Tatsächlich, ich denke mal, das läuft auf einer PlayStation Pro hier. Ja, ne? Ist richtig. Die Auflösung fand ich, sah sehr gut aus. Der ganze Detailgrad und die Beleuchtung fand ich wirklich gerade bemerkenswert für VR. Cool. Also gerade das Environment. Ja. Wir sind nämlich in einer großen, geheimnisvollen Höhle auf offensichtlich einem fremden Planeten oder so, weiß man noch nicht. Man weiß es nicht. Und es sah fantastisch aus. Ne? Ich habe schon eben gefragt, wie das Licht gemacht wurde, weil es wirklich wahnsinnig realistisch ist. Ne? Also in CG nennen wir das Global Illumination. Das heißt, die Beleuchtung imitiert tatsächlich die Natur. Ja. Und genauso sah eure Höhle aus. Das sah fantastisch aus. Da brachen so Licht... Light Shafts. Light, Volume Lights. God Rays. Ja, es gibt 1000 Begriffe dafür. Durch die Löcher und es sah alles wirklich toll aus. Vielen Dank. Wie habt ihr das hingekriegt? Was ist da los? Naja, was ist da los? Warum sieht das so aus? Es ist natürlich schon, wie eingehend schon mal gesagt, es ist zwar... Unreal ist eine Echtzeit-Engine, aber die grundsätzlichen Techniken, was zu beleuchten, sind sehr ähnlich zu dem, was wir sonst immer gemacht haben. Ob ich jetzt in Max mit V-Ray arbeite oder in Redshift, das ist erstmal, die Arten zu beleuchten sind sehr ähnlich. Und das heißt, wenn man erstmal weiß, wie setze ich denn ein dramatisches Licht, wie muss das sein, welche Farben zueinander und so weiter, wenn man das schon weiß, muss man es nur noch in so eine Echtzeit-Engine übertragen. Das braucht aber natürlich trotzdem Monate. Okay, also ich halte mal fest, wenn man tatsächlich aus einer Branche kommt, wo das beruflich gemacht wird, hilft das schon mal, das um eine schöne extent. Optik zu machen. Ja. Was ich aber jetzt im Speziellen noch meinte, ist tatsächlich, wir haben viele Spiele, die mit der Unreal Engine laufen, die meistens so ein bisschen dann bei der Auflösung sparen oder so. Ja. Und das schien bisher technisch immer eine recht große Herausforderung zu sein. Ja, ist es auch. Warum kriegt ihr das so gut hin? Ja, also wir haben halt, 3 Jahre sind ja auch eine lange Zeit. Ja. Wir haben schon sehr, sehr viel Zeit ins Tweaken, ins Verbessern, Polischen. Da haben wir schon eine Menge Zeit natürlich reingegeben, damit es eben wirklich, da wir ja ein Indie-Studio sind und sowieso keiner kennt und dieses Spiel bis jetzt auch keiner kennt, so doof das klingt. Wenn du eine gute Optik hast, das hilft ja schon mal. Also das ist ja erstmal, wenn du sagst, okay, es sieht schon mal geil aus, ob das Spiel was taugt, ist ein völlig anderes Thema, aber wenn es schon mal gut aussieht, hast du eine Aufmerksamkeit. Also auf jeden Fall schon, also die ganze Stimmung funktionierte für mich perfekt, gerade weil die Grafik schön ist, der Sound war auch toll, ihr hattet auch wirklich jetzt in der Demo schon richtig professionelles Schauspiel, das klang auch alles. Wer hat denn die Drohne gesprochen? Das ist Oliver Kalkofe. Ich hab's mir gedacht. Oliver Kalkofe spricht die Drohne. Ja, ja, sehr lustig. Total. Also die ist so ein bisschen witzig, oder wie sagt man? Wie man will. Rustikal, witzig, witzig. So ein bisschen humoristischer Sidekick. Ne? Genau. Also, hat einen sehr guten Job gemacht. Ja. Und das Ganze gestaltete sich jetzt für mich so wie so ein Abenteuerspiel, ja? Absolut, das ist es auch. Es ist kein zweites Farpoint, wird nicht geballert, sondern wir entdecken diese Welt. Wir entdecken diese Welt, wir erfahren, was es vielleicht mit dieser Welt auf sich hat, was ist mit meinem Schicksal als Spieler überhaupt, wie ist es verknüpft mit dieser Welt. Und wir haben halt, wie das in Psychothrillern oft verwendet wird, wir haben halt ein paar Story-Twists. Es gibt also ein paar Sachen, die das Ganze vielleicht nochmal umdrehen oder in eine andere Richtung lenken. Kann ich natürlich nicht zu viel sagen, sonst würde ich ja mein eigenes Spiel spoilern. Oberbegriff ist so ein bisschen KI, künstliche Intelligenz. Was passiert, wenn eine Intelligenz anfängt, ihre eigenen Ideen zu entwickeln? Hat das Auswirkungen auf die Menschheit oder in diesem Spiel auf mich? Ich weiß es nicht. Aber es ist also mehr als nur über den Planeten laufen und Monster angucken, sondern es ist schon... Ja, wie eine Reise, wo viele Dinge passieren, die so nicht geplant waren.
Fantastisch. Eine Frage, die natürlich immer kommt, ist, was wird das ungefähr für eine Länge haben? Vier bis fünf Stunden. Genau, wir haben halt einen Haufen Texte, wir haben Items, die man finden kann, Objekte, die noch ein bisschen Hintergründe zu der Welt erklären. Wir haben Audiologs. Es gibt Leute, die sagen, geh mir weg mit Audiologs, die rennen halt durch. Mhm. Es gibt Leute, die sagen, ich will jeden einzelnen Pixel, ich will jedes Wort lesen. Die haben natürlich mehr Spielzeit, ganz klar. Ja, okay. Und deswegen haben wir so bei den Beta-Tests festgestellt, vier bis fünf Stunden ist realistisch. Und es gibt ja so den Ansatz von so klassisch linearer Spielfüllung oder so Open-World-Geschichten. Wie passiert das bei euch? Es ist ein Open-World-Spiel mit einer... Nein, es ist natürlich kein Open-World. Wir sind halt ein Indie-Team, wir haben das mit vier bis fünf Leuten gemacht. Da gibt es natürlich keine Open-World, ganz klar. Die Story ist schon linear. Das heißt, es gibt vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen variable Möglichkeiten, aber das kann ich ganz klar sagen. Abgesehen davon, dass es unser erstes Spiel ist, es ist eine lineare Story von A nach B. Das muss aber nicht schlechtes sein. Dadurch kannst du natürlich vieles anders inszenieren als bei einem Open-World-Spiel. Und es gab nämlich schon mal ein Exploration-Open-World-Spiel und das war dann aber am Ende des Tages... Da fehlte mir zum Beispiel tatsächlich Story einfach. Die rote Linie. Man konnte vieles angucken, man konnte sich frei bewegen, aber bei euch wurde ich jetzt quasi die ganze Zeit durch Spiel gefühlt. Ja. Ich musste auch Sachen machen, ne? Man musste manchmal so irgendwo langschleichen und interagieren und so, ne? Aber ich will jetzt auch nicht zu viel spoilern. Das Demo könnt ihr euch ja dann alle ansehen, wenn es soweit ist. Im Dezember meint es. Ja, im Dezember kommt es ins Store. Genau, was mich nochmal interessiert, ist ein bisschen hinter der Technik, hinter den Kulissen auch Technik. Ja, gerne. Wo zum Beispiel ist der Unterschied? Ich denke mal, das hier war definitiv Pro optimized. Das ist eine Pro-Version, ja. Wo wird der Unterschied liegen zwischen der normalen und der Pro-Version? Es ist einfach nur eine Frage der Auflösung. Das heißt, du hast auf der PS Pro auch nicht in jedem Level, es gibt Levels, die dafür optimiert sind, da hast du auf der Pro ein schärferes Bild, etwas höher aufgelöst, das Rendering ist um einen bestimmten Faktor erhöht, das heißt, ja, du hast mehr Bildschärfe. Das ist besonders halt natürlich auch in Sachen bei Texten, haben wir dann halt zum Beispiel für die normale Version nochmal eine andere Schriftart verwendet und so weiter. Aber insgesamt, wenn man jetzt beides mal spielt, einmal auf der normalen, einmal auf der Pro, die Unterschiede sind nicht brachial. Also natürlich, klar, wenn du eine Pro hast, logisch, spielst auf der Pro, ist für VR sowieso zu empfehlen, aber das heißt nicht, dass ein Besitzer von einer normalen PlayStation irgendwelche Nachteile hat. Ein bisschen mehr Schärfe gibt es auf der Pro. Ein bisschen mehr Schärfe. Ich habe es jetzt mit dem Gamepad gespielt, also mit dem Wireless-Controller. Ja. Gibt es noch eine alternative Steuerung? Nee, oder das ist es? Das ist komplett dafür ausgelegt. Wir haben jetzt innerhalb des Spiels, war auch nie angedacht, jetzt irgendwelche Motion-Controller, braucht es für diesen Titel einfach nicht. Ja. Generell ist das für andere Sachen eine schöne Idee. Ich mag das auch eigentlich ganz gern. Aber für In Tomorrow brauchst du nur den klassischen Dual-Shock-Controller und los geht's. Und dafür bekommt man halt, für auch viel interessant, Free Locomotion, ne? Kein gefürchtetes Teleportieren. Keine Teleportation. Man läuft wirklich selber durch die Gegend und kann sich alles irgendwo angucken. Ja. Und fliegen. Du kannst natürlich, wenn du die Drohne spielst, dadurch, dass du ja switchen kannst, kannst du auch frei fliegen. Entschuldigung. Und du kannst halt auch dir das genau justieren. Du kannst also sagen, okay, ich will eine Snappy-Steuerung haben mit 30 Grad Rotation. Du kannst also sagen, hey, brauche ich alles nicht. Du kannst dich komplett frei bewegen. Das heißt, du kannst es so einstellen, dass du eine komplett freie Rotation hast. Für jemanden, der das aushält oder mag, ist es okay. Aber es ist komplett anpassbar. Fantastisch. Und genau, ich habe auch in der Demo gesehen, man kann sich auch die üblichen Vignetten reinschalten, wenn man möchte. Wenn ihr bis Motion Sickness anfällig seid, dafür ist natürlich wie immer gesorgt, weil bei den Sony-Titeln, das haben sie ja quasi alle, diese Präventionsmaßnahmen. Ja. Mit was für einem Team habt ihr jetzt gearbeitet? Also wie viele Leute haben jetzt konkret auf dem Ding rumgeklopft die ganze Zeit? Das ist immer tatsächlich gar nicht so einfach zu sagen, weil es eben nicht vom ersten Tag bis zum letzten diese Anzahl ist und dann gehen die alle am letzten Tag, sondern das ist natürlich ein dynamischer Prozess. Das heißt, bei den knapp 3 Jahren, die wir jetzt rum haben, ist das erste Jahr, das Pre-Production-Ding war so eine, eigentlich nur mit 2 oder 3 Leuten. Das heißt, wir haben wir wirklich sehr klein, weil für gewisse Dinge kannst du eben nicht 10 Leute, Story Development, Look Development, das können nicht 10 Leute gleichzeitig machen, sondern das kannst du, da brauchst du den Concept Artist, mich als Autoren, ein Sounddesign und wenn das steht und man weiß, okay, da soll die Reise hingehen, dann holst du einfach noch Leute dazu. Das heißt, wir haben dann ein Jahr ungefähr mit 7 Leuten produziert. 7 Leute mit mir, 7. Und dann sind die zum größten Teil tatsächlich wieder nach Hause gegangen. Und jetzt das letzte Jahr, 2018, haben wir dann größtenteils eigentlich wieder nur zu dritt gemacht, haben das Polishing gemacht, ganz viel Beta-Testen und Feinheiten. Es gibt halt Millionen von Sachen, die man alle noch machen muss. Und so ein Spiel ist auch niemals fertig. Also irgendwann musst du natürlich den Sack zumachen, im wahrsten Sinne. Ja. Aber theoretisch kannst du da auch noch 5 Jahre weiter dran arbeiten. Aber jetzt ist es so weit, dass wir sagen, okay, das Baby muss raus.
Okay, und jetzt seid ihr so in den letzten Polierarbeiten und genau. Freut euch schon, das demnächst in den Markt zu schieben. Bitte. Und es ist ein bisschen komisch, weil die Leute haben das Spiel jetzt noch nicht gesehen. Aber jetzt würde ich mal fragen, und wie ist es so für dich? War das jetzt eine gute Zeit oder sagst du, meine Güte, das war echt anstrengend? Also ja, beides. Also man kann auf keinen, erstmal war es unfassbar anstrengend, diese 3 Jahre, abgesehen davon, dass ich verfettet bin bei dieser Produktion. Das ist aber, ist wirklich so. Ich habe als schlanker Mensch angefangen, wie geht's das Doppelte? Nein, nicht das Doppelte. Es ist wahnsinnig viel Arbeit. Es gibt wahnsinnig viele Dinge, die du vorher nicht weißt. Obwohl ich eben selber schon extrem lange in der Medienbranche bin, CG, Musik, ich habe einen Haufen Sachen gemacht, jetzt fast 30 Jahre mittlerweile. Aber ein Spiel zu machen, ist nochmal ein völlig anderer Schnack. Es ist noch viel aufwendiger, eben weil Dinge nie abgeschlossen sind. Wenn jemand an einem Level 10 irgendwo einen Control-Input verändert, fliegt dir in Level 2 was um die Ohren. Und das gibt es bei anderen Sachen nicht. Bei CG hast du einen Shot und irgendwann ist der fertig, der geht in die Post und dann sagst du Dankeschön. Dann musst du nie wieder darüber nachdenken. Bei so einem Spiel ist das halt nicht so, weil es eben alles dynamisch verknüpft ist. Trotzdem war es eine geile Zeit. Also ich würde es auch gerne nochmal machen, nachdem wir ungefähr einen Monat lang geschlafen haben. Das Schlafen wäre mal sehr geil oder mal Urlaub machen. Eine Erfahrung fürs Leben. Ich wollte immer einmal im Leben einen eigenen Titel machen. Ob das jetzt ein Film oder ein Spiel ist, ist eigentlich egal, aber mal eine eigene Geschichte rausbringen. Das haben wir jetzt gemacht. Von daher bin ich sehr glücklich. Und ja, also, aber man muss trotzdem wissen, worauf man sich einlässt. Sehr gut. Und 2015 war ja noch eine große Euphorie, was VR angeht. Ja, Hype. Genau. Wie siehst du das jetzt, realistisch? Wenn du sagst, okay, wir haben jetzt dieses Spiel gemacht, wir haben sehr viel Energie reingesteckt. Ja. Was hast du für so generelle Erwartungen an VR? Sagen wir mal jetzt tatsächlich im nächsten Jahr, aber vielleicht auch so ein bisschen in den nächsten 5. Was denkst du, was wird da passieren? Also erstmal werden die Brillen auf jeden Fall kleiner werden. Das müssen sie auch, weil es ja immer noch, auch wenn es geil ist und man kann sich in eine andere Welt schalten, das ist alles cool. Trotzdem hat man immer noch ein Gewicht auf dem Kopf, man hat viel Technik auf dem Kopf, was es, glaube ich, für viele abschreckend macht, die es noch nie probiert haben. Also ich habe halt auch im Freundeskreis Leute, die nichts mit Computerspielen am Hut haben und gar nichts. Wenn ich denen, egal ob das eine PSVR, eine Oculus aufsetze, dann machen die alle dieses Gesicht, wie ich am Anfang, dass man sagt, Alter, wie geil ist das? Was zur Hölle geht hier ab? Und das ist, glaube ich, das Ding, dass einfach vielen Leuten noch gar keinen Zugang gewährt wurde zu dieser Technik. Weil ich kenne niemanden, der eine VR-Brille aufsetzt und sagt, ja, das ist ja voll scheiße, lässt mich kalt. Habe ich noch nicht getroffen. Es gibt nur Leute zwischen frenetisch feiern, Euphorie oder was auch immer. Und klar, weil wie sonst kannst du an einen anderen Ort teleportiert werden, ohne dass du den Raum verlässt. Und ich glaube schon, dass sich VR weiter durchsetzen wird. Und dieses ganze Hype-Thema, klar, ist das jetzt durch. Und alle schreien immer nach Killertiteln. Ich finde, es gibt eigentlich in den meisten Genres gibt's geile Spiele. Man muss sie halt aber auch nur zocken. Und oft habe ich das Gefühl, wenn irgendwelche Redakteure oder irgendwas, ja, das gibt's ja nicht, sage ich, ja, dann spielt die doch mal. Also spielt sie wirklich und nicht für 10 Minuten reingucken und sagen, ist doof oder ist schlecht gemacht. Ich find, jeder Titel hat es eigentlich verdient, dass man ihn sich auf jeden Fall anguckt und sich damit beschäftigt. Zum Beispiel Sachen wie Lone Echo. Finde ich, ist der Hammer. Lone Echo, es sieht halt super geil aus und du kannst interagieren und du bist, also ich habe mich selten so wegteleportiert gefühlt wie mit so einem Titel zum Beispiel. Oder Resident Evil auf der PlayStation. Ist geil, wenn der fliegt mit dieser scheiß Säge auf dich zu rennen. Also, was willst du denn noch? Also, ich finde es schon auf dem richtigen Weg. Es gibt auf jeden Fall, also mittlerweile so nach 2 Jahren vorher, finde ich auch, gibt es für jeden Geschmack wirklich gute Spiele auch. Auf jeden Fall. Ich habe auch das Gefühl, dass die Leute halt aber so ihre klassischen Marken immer wollen. Ne? Die wollen halt ihren Call of Duty und da wissen sie, das war gut, das wird wahrscheinlich auch wieder gut. Aber es ist auch immer dasselbe. Also es ist gut, aber es ist auch immer dasselbe. Und bei der Geschichte als Fazit, ihr werdet euch ja jetzt überraschen lassen müssen, ob euer Titel groß durchstartet, ob du dir danach dann endlich den zweiten Emoji holen kannst. Oder ob es beim ersten bleibt. Ich habe nur ein Klapprad, ehrlich gesagt. Ich habe noch nicht mal ein Auto. Ich habe tatsächlich kein Auto. Ich brauche es auch nicht, weil Hannover ist total klein. Ich fahre mal mit dem Moja vielleicht. Ich würde mir auch nie ein Lambo kaufen. Weil außerdem kann man ja in VR jetzt überall. So, und viel schneller. Und, besser, schneller. Ja, nee, lieber einfach einen zweiten Teil machen. Da hätten wir natürlich großen Bock. Oder einfach einen anderen Titel, gerne auch wieder in VR. Ich glaube, dass das wirklich erst losgeht. Und dass man einfach ein bisschen eine Geduld braucht und dann wird es schon im wahrsten Sinne der Markt regulieren. Die Brillen werden kleiner werden, man braucht weniger Rechenleistung. Es ist eben ein Durchhalten, aber ich finde es jetzt nicht so schlimm. Also so ein Hype hat ja auch immer so eine mega Erwartung dahinter und lass doch einfach die Leute, die das spielen, die das geil finden, machen und es wird schon seinen Weg gehen. Und machst du dir schon ein bisschen Gedanken, was jetzt nach diesem Titel kommt? Wenn er draußen ist, sagst du, okay, ich habe das jetzt mal gemacht, das wollte ich immer machen, also ein eigenes Ding, hast du gerade gesagt.
Oder hast du schon wieder im Hinterkopf was brodeln und sagst, ja, Mensch, ich will auf jeden Fall was weitermachen, das könnte auch wieder VR werden? Oder sagst du jetzt, VR habe ich jetzt erstmal gemacht? So. Das würde mich auch mal interessieren. Also eigentlich beides. Also ich habe sowohl Ideen, ist ja klar, wenn du so ein Spiel machst, du kannst ja dein Gehirn nicht abschalten. Eine Idee kommt in dem Moment, wo du nicht damit rechnest und wo du dich auch nicht hinsetzt mit der Idee, sondern die kommen halt von alleine. Und es gibt sowohl für VR ein paar Ideen, die wir haben, aber auch für AR, muss ich sagen. Fand ich vorher relativ albern, ehrlich gesagt. Aber mittlerweile habe ich ein paar Sachen gesehen, wo ich denke, okay, jetzt mit der steigenden Rechenkraft in den Handys, die wirklich wahnsinnig schnell sind, oder auch in den neuen iPads, da kann man schon geilen Scheiß machen. Ja, cool. Also ihr bleibt auch beim Thema interaktive Sachen entwickeln dran? Wenn es nach uns geht, ja. Ist natürlich auch eine Frage, wenn das Spiel total floppt, was ich natürlich nicht hoffe, aber das weißt du nie, dann denke ich, wird es schwieriger, klar. Habt ihr denn den normalen VFX-Betrieb weitergemacht? Der ist schon eher zum Erliegen gekommen wegen der Spiele. Es ist halt, natürlich hatten wir vorher gedacht, na klar, dann machst du halt das Spiel und dann machst du die Projekte noch. Er ist natürlich nicht realistisch, wenn du halt 12, 13, 14 Stunden pro Tag an dem Spiel sitzt, dann setzt du dich nicht nochmal an den Rechner und sagst, hey, jetzt bin ich nochmal ganz frisch. Nein, in Wirklichkeit nicht. Okay, also tatsächlich auch eine sehr schwerwiegende, absolut, geschäftliche Entscheidung, absolut, die ihr getroffen habt. So, weil man sich ja Kunden erstmal aufbauen muss über die Jahre. Genau, weil wenn man 3 Jahre lang in seinem Basisgeschäft nicht mehr unterwegs ist, dann schwierig, muss man da auch erstmal wieder ordentlich winken, bis man wieder am Start ist. Absolut. Interessant. Okay, okay, ja, also wirklich eine aus Leidenschaft reingestürzt und dann drücke ich auf jeden Fall massiv die Daumen. Danke. Ich war eben von der Demo sehr begeistert. Ne? Also es erinnert mich sehr an so diese klassischen Abenteuerspiele, ja, ne? Wo man so rausgeschmissen wird und so ein bisschen, Point and Click ist vielleicht falsch, aber so der Spirit ist halt so da. Ne? Also man fängt jetzt an, die Welt zu erkennen. Die Demo ist auch noch so ein bisschen Tutorial, ne? Wo man die Funktionalitäten das erste Mal benutzt und so. Genau. Wie gesagt, es hat mich sehr, sehr beeindruckt von der ganzen Präsentation und Grafik. Da bin ich schon mal sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich will jetzt nämlich wissen, wie es weitergeht. Ich will aus dieser Höhle raus und die Welt weiterentdecken. Ja. Also ich hoffe, ich komme aus der Höhle raus und nicht einfach, dass irgendeiner die Schnüre zieht und ich war gar nicht in der Höhle. Who knows? Lass dich überraschen. Und genau, also auf die Schnelle fallen mir jetzt keine Fragen ein. Ich habe technisch und so erstmal alles gefragt, was ich wissen wollte. Cool. Eventuell, wenn es mal irgendwann draußen ist, machen wir nochmal ein kleines, kein Problem, nachträgliches Interview. Sehr gern. Vielleicht auch so ein kleines Fazit. Sehr ich wünsche euch wahnsinnig viel Erfolg mit dem Spiel. Danke. Ich mache gleich nochmal einen Schuss. Wir sitzen jetzt hier leider neben dem Plakat und bedanke mich dann erstmal fürs Interview und dass ich hier die Gelegenheit hatte, das zu testen. Und Philipp? Dankeschön. Alles klar. Ciao. Thank you.